Got a spike on the RWR. Strange PRF. What's wrong? Control lost. Can't maintain RPM. We're settling. Lust for revenge? Who? Go!
Cypher will rewrite the records. And I will vanish from human memory. But the thirst for revenge that I have planted will infest the system! No one can stop it now! Sahalanthropus will unleash that thirst unto the future! Major... I'm burning up! Boss, get out of there! Natürlich, sonst gerät die Welt in Panik, wie bei jeder Massenvernichtungswaffe ever. Boss, stop Sahalanthropus. Destroy that thing. I'll rally Diamond Dogs and provide backup. Nebenbei, habt ihr auf Scarface geachtet? Seine Leute sind alle in den Jeep gestiegen, der bei ihm war, in den beiden. Oh Gott. Aber er nicht, er ist am Geschehen geblieben. Ich muss das doch bewundern, so dumm es auch war. Schätze rein. Feste Schwachpunkt finden. Ich halte nicht sonderlich viel aus in meinem Schleichanzug. Normalerweise nimmt man in denen noch extra viel Schaden. What? Querschläger. Raygun? Man wundert sich, dass Rex einen Raygun hat. Dabei ist dieses Ding Rex in jeder Hinsicht überlegen. Nebenbei, das ist eigentlich ein Bosskampf gegen Mantis. Immerhin kontrolliert er dieses Ding. Und mir ist inzwischen alles klar, was ihn angeht. Auch damals im Krankenhaus. Mantis ist ein Symbiont. Er lebt zusammen. Er ist sich wahrscheinlich dessen nicht mehr bewusst. Vielleicht ist er in einer Art Koma oder so. Wer weiß. Aber ich denke mal, er ist sich nicht dessen bewusst, dass er auf Rache reagiert. Und wer immer die stärkste Rachegelüste hat, er nimmt diese Schwingung mithilfe seiner psychokinetischen Energie wahr. Dem verhilft er dann zu seinem Ziel. Deswegen hat er im Krankenhaus damals auch immer Volgin geholfen. Und dann plötzlich hat er Big Boss aus der Klemme geholfen. Wegen Big Boss Rache. Wegen dem Koma. Aber dann hingegen, wenn Volgin in der Nähe war, war er wieder stärker. Und Volgin wird von Mantis kontrolliert. Sein Körper. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Volgin keine Illusion ist, sondern dass da ist wirklich Volgins echter Körper gewesen. Und er kann sich wahrscheinlich nicht bewegen, wenn Mantis ihn nicht kontrolliert. Und jetzt? Nun? Wer ist hier, der keinerlei Daseinsberechtigung hat? Shui? Nun, er könnte hier sein, um dafür zu sorgen, dass wir Sahalanthropus auf jeden Fall finden und Schwachstellen über ihn finden. Hab ich etwas... Nee. Aber derjenige, der sich an Bord geschlichen hat, der die ganze Zeit nur darauf aus ist, einen Mann zu töten. Eli.
Ich habe keine Munition mehr. Ich habe nebenbei die schon weggeschickt, bevor die Mission gestartet ist. Wir wussten ja, was uns zukommt. Nebenbei dieses Schwert. Als er damit den Heli aufgestochen hat in der Mitte, ist mir etwas aufgefallen. Der Heli, den er dann auf uns geschleudert hat, hat schon begonnen zu rosten. Ich bin mir ziemlich sicher, das, was dieses Schwert antreibt, sind die metallischen Arachen. Sie können offenbar Nebelform haben und diese Schwert, diese etwas materiellere Form. Und deswegen auch die Steine. Deswegen auch die Skulls, die Steine. Es ist quasi aus dem Boden rausgerostet. Es ist vielleicht die Verkörperung dieser metallischen Arachen. Ich glaube, das sind nicht Arachen, sondern Arachen oder so. Ich glaube, das abel ich mir immer nur ein. Warte mal, ich hab doch wieder was eingesammelt. Ich habe nebenbei immer noch keine richtige Schwachstelle gefunden. Ich tue immer nur so Fitzel-Damage. Vielleicht das große glühende offensichtliche Ding ist es nicht. Vielleicht das glühende offensichtliche. Das macht ja noch weniger. Vielleicht sollte ich mich ein bisschen schneller bewegen. Tu so, als wäre das Metal Gear Online und beweg dich so, als wärst du ein fliegender Hecht. Ich will noch etwas probieren. Sein Rücken. Ihr seht, was da an seinem Rücken ist. Nein. Und er hat natürlich ebenfalls so ein Flammenwerfer-Gemächt wie Peace Walker. Echt schon? Weil ich schon vorher geschossen habe. Deswegen waren die Munition alle. Oha. Die werden sich auch nicht stürzen, aber da ist einer, den ich übersehen habe. Oder eher aus den Augen verloren habe. Ich glaube, ich habe nur die Umgebung mehr hochgejagt und deswegen gab es das. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese weißen Kanister auf dem Rücken eine Schwachstelle sind. Wenn ich nur rankäme. Nicht hilfreich. Ich kann jetzt tausende Fahrzeuge benutzen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich langlebiger bin als sie. Und wenn Fahrzeuge explodieren, gibt es kein Pardon. Da kannst du nicht einfach raus. Das ist ein Tod. Und ich werde wahrscheinlich nicht unbedingt one-hit. Alter, die ganzen explosiven Fässer, die hier sind. Wahrscheinlich nicht aus Zufall. Komm schon. Es ist eine Schwachstelle. Habe ich doch recht. Ich bin reingelaufen. Oh. Ich weiß nicht, wo ich nicht ausweichen soll. Ich versuche einfach nur mein unendliches Rennen so lange auszunutzen, bis ich weg bin. Und ich habe keine Munition mehr. Wow, Pico, du machst Damage. Was ist denn jetzt los? Macht es das? Oha. Sorry, aber ich muss mal ganz schnell weg, ich habe keine Munition. Au. Platsch. Das ist nicht gerade gut. Oh oh. Dinge explodieren, aber ich muss ein bisschen Schaden wieder herstellen. Mit der Zeit. Von dem Fall und von dem Treffer danach. Das ist der Supply Drop so weit weg. Damit der Landfluss den nicht für sich beansprucht. Den hortet. Aber ich komme hier. Wäre ich nur nicht verwundet. Aber wir haben es. Ich denke mal, ich bin sicher jetzt. Die ganzen Schadensindikatoren sind weg. Und wieder ein Panzer. Ich weiß nicht, wie groß das Missionsgebiet ist, aber ich denke mal, ich werde gewarnt, bevor ich rauslaufe. Ich hoffe. Okay. Was auch immer das war, ist jetzt vorbei. Das erste. Ich glaube, ich will hier nicht sein, wenn die ganzen Dinger hochgehen. Die werden mich nur runterschleudern. Und er hat den Panzer erledigt.
falls ihr euch fragt, wie andere Metal Gear-Games gehandelt wurden. Ungefähr so. Falls das euer erstes Metal Gear-Spiel ist. Es gibt definitiv epische Kämpfe in Metal Gear. Peace Walker vor allen Dingen. Big Boss hat die Erfahrung damit. Ich will nur sagen, der Shago Horde, dann nicht zu vergessen, Peace Walker. Sehr gut, danke. Chrysalis, Cocoon, Pupa, fast. Ich kann die nur einmal erledigen, aber ich denke mal, das ist einfach, damit man nicht zu schnell fertig macht. Habe ich gerade noch eine Schwachstelle erwischt? Das war irgendwie viel Schaden. Wieso verstehe ich das? 5? Okay, kurz, tut mir leid, den konnte ich nicht aufhalten. Was jetzt? Railgun! Ist doch kein Rail-Shooter! Oh Gott, hier bin ich glaube ich sicher. Wo ist der Supply Drop? Da hinten. Ich habe aber das Gefühl, wenn ich da jetzt hinlaufe, bin ich toast. Jetzt hier der hin. Ist das nur ein Railgun? Sieht so aus, als würde er noch irgendwas anderes wegschießen. Da haben wir immer die Betäubungspistole nach. Die werde ich hier sicherlich brauchen. Was? Das ist aber der Supply Drop. Hinter dem Felsen vielleicht. Wenn er schießt. Jetzt. Ich brauche immer eine Zeit zum Nachladen. Das war mal mein Fahrzeug. Total verrostet von metallischen Araschen. Boss, what happened? Boss! Nun, das ist passiert. Boss, stop Sahelanthropus. Destroy that thing. I'll rally Diamond Dogs and provide backup. Nun gut, ich denke mal, das nehme ich hin. Ich hätte einfach nicht von der Railgun weglaufen sollen, aber ich weiß nicht, wie lange noch geschossen hätte. Jetzt kenne ich aber deine Schwachstelle. Sahi. Ich habe sie gleich alle hochgejagt. Das habe ich schon bei Peace Walker nicht gemocht. Oder Basilisk, wie man ihn auch gerne genannt hat. A Pequod maybe in hot. Will fly in cover? Me? Hopefully? Wo kommt er an? Direkt da? Ist das euer Ernst? Ich weiß nicht, ob das Schaden macht. Und ich bin schon wieder hier. Aber diesmal habe ich alle Schwachstellen ausgenutzt schon. Ich wünschte, ich hätte sowas wie eine Granatwerferpistole. Der hat mal ein Nachtsichtgerät. Das hilft ein bisschen. Boah. Big Boss, danke. Ich habe das Gefühl, dass er stampfen wollte oder sowas. Das ist zu erkennen bei all dem Rot. Okay, wir sind wieder im Plan.
Wenn immer ein Helikopter kommt, kommen die Dinger. Okay, weg hier. Wir kriegen nur ein Problem, wenn er gleich die Railgun auspackt wieder. Ich dabei so ruhig bleiben konnte, ist mir ein Rätsel. Ich war viel mehr perplex als alles andere. Mantis betrachte ich einfach mal als gelöst. Skullface und seine Pläne sind auf jeden Fall schon durchkreuzt. Aber meistens, wenn man in Metal Gear bekämpft, sind die Pläne des Erschaffers durchkreuzt. Also meistens. Eigentlich nur in Peace Walker. Wow. Das Geräusch allein schon. Ist schneller, die Meter? Nein. Der Fall. Die Fallmeter. Und hier wieder alles verrostet. Die Arachien leisten gute Arbeit. Mit mir kämpfen würde. War nur 4? War nur 4. Und Railgun-Modus. Hat sich wieder verwandelt. Wo auch immer er hinzieht, ich habe hier einen Felsen. Ich hoffe, das reicht und der Bums ist nicht 30 Milliarden Meter. Bessere Position als beim letzten Mal. Er feuert schneller. Jetzt sind also wieder so weit. Hat er sich? Ich sehe nicht mehr. Wie konnte ich das Ding auch aus den Augen verlieren? Da hinten bei meinem Jeep, wo wir ihn feststecken. Wie auch immer eine Kugel das richten kann. Egal, I'm rolling with it. Oha. Inszenierungsmäßig ist das schon cool, das muss man sagen. Viel besser als diese Jeep-Fahrt, zu der ich in den Credits noch was sagen werde. Oder nach dieser Mission, je nachdem, was es da Credits gibt. Weil ganz ehrlich, es kommt noch mehr. Allein von den Trailern weiß ich, dass da noch mehr kommt. Weiterrennen. Ich weiß nicht, wo wir hingetrieben werden, aber irgendwohin werden wir schon getrieben. Der Radom ist zerstört. Gehen wir ein bisschen auf den Kopf. Mache ich dem überhaupt noch Schaden? Wenn ich nochmal seinen Rücken erwischen könnte. Sehr gut. Wow. Diese Geräusche immer. Was macht denn Schaden?
Schaden. Nur keinen sichtbaren. Noch zwei? Oder habe ich mich verguckt? Wir werden es gleich sehen, ob was explodiert. Solange ich wieder mit der Railgun ankomme, ist ja alles okay. Das ist ja nicht zu tief. Das ist diese Schlangenstraße. Erinnert ihr euch an die? Ich glaube, die wandern wir jetzt gerade hinunter. Ja, die war ja beim Kraftwerk. Was? Mantis! Ich wünschte nur, ich könnte es auch nutzen. Klar, er steuert Sahelanthropus. Also wenn ich ihn anschlage, kann ich Sahelanthropus lähmen. Das ist doch klar. Nachladen, dass Mantis wiederkommt. Hab ich gerade was Besonderes? Ah, ich habe den Kopf angeschlagen. Das war falsch. Ein bisschen geduckt gehen, um den Schaden wiederherzustellen. Achte mal drauf, ob der Railgun aufpackt. Ich hab's schon gemerkt. Mal gucken. Wo könnte ich noch? Das sieht alles nicht so viel. Noch einen Schuss. Novo. Es macht Schaden. Doch, es ist sichtbar. Zumindest zum Rüberlaufen nutzen. Irgendwas läschern? Ja, immer noch die leuchtende Mitte. Okay. Also wenn ich auch quasi auf seinen Bauch schieße, sollte ich Erfolg haben. Dort, wo er seine Schwertgriffe hat. Ich hoffe nur, er entscheidet sich nicht plötzlich dafür, die Railgun zu benutzen. Lass mich mal. Ich muss erstmal an meine Sachen kommen. Jetzt können wir. Er verdeckt den Bauch aber ganz gut so. Ich glaube, er würde die Railgun schießen, wenn ich Mantis nicht aufhalte, weil er geht in diese Pose. In diese Crosswalk. Ja, genau, da muss ich hinschießen. Bin ich jetzt nicht ein bisschen zu nah dran? Es hat gesessen. Ah, ich verstehe. Es ist weniger die Stelle als der Zeitpunkt. Wann immer er seinen Bauch öffnet, um entweder das Schwert zu ziehen, so wie jetzt. Oder wenn ich Mantis abschieße, öffnet er diesen Bauch auch. Nur dann macht das so viel Schaden. Das ist abhängig von diesem Moment. Also jetzt zum Beispiel... Oh, diese Fässer. Wieder ein bisschen aus dem Weg. Oh, ich hab's gewusst. Wir haben es gleich. Was? Mit dem letzten Schuss.
Kommt er gleich wieder? Ich erwarte dich, Mantis. Letzter Schuss. Jetzt zähl! Let's see some Dollface. Sagt niemand was über das gruselige Gasmaskenkind? Okay. Where's the other? Very close to you. Normalerweise würde ich sowas nicht tun, aber unsere Leute wollen Rache. Ugh.
Mission complete, boss. Revenge! Sorry.